Panzer geladen. Warte auf andere Agenten. Und eliminieren Sie zugewiesene Ziele, ohne von anderen Templern getötet zu werden. Wir erhalten Berichte zu großen Unruhen nahe des Arsenals. Einzelheiten können nicht bestätigt werden, aber es scheint, als hätte es einen Aufruhr gegeben. Es gibt bestätigte unsere Bürger daran, dass unser großer Sultan Bayezid eine Strafexpedition gegen seinen Sohn Selim unternimmt und dass auch in seiner Abwesenheit sämtliche Edikte aufs Wort zu befolgen sind. Prinz Selim lässt dem Volk von Konstantinopel verkünden, dass sein Vater sich ihm nicht widersetzen können wird und dass diejenigen belohnt werden, die sich dem Prinzen gegenüber loyal zeigen. Allen anderen wird er die Untreue vergelten. Qualifizierte Mannschaft von Visieren und Paschas tut alles in ihrer Macht, um die Stadt weiterhin sauber und ordnungsgemäß zu regieren. Für den Wiederaufbau der Erdbebenschäden wird mehrere Monate geschlossen, um die Fundamente zu reparieren. Der Zeitpunkt wäre schlecht gewesen. Außerdem wird ihre Loyalität hinterfragt. Sie haben neue Architekten eingestellt, um die Arbeiten zu überwachen. Hinweis an alle Sipahi, die zurzeit außer Dienst sind. Kocha Mustafa Pascha wird die Beleidigungen der letzten Tage nicht mehr tolerieren. Bis sich die Situation beruhigt hat, werden die Strafen übermäßig scharf ausfallen. Es ist also ratsam, sich an diese Anweisung zu halten. Transportieren. Ja, die Ironie ist bekannt. Ja, sie haben neue Architekten eingestellt, um die Arbeiten gute zu Nachricht aus dem die Konfrontation. Der örtliche Kommandeur von Nesse hier hat die brutale Niederschlagung von Schakuns großsafavitischer Rebellion verkündet. Ihr Anführer wurde erschlagen und seine Truppen. Kein Zweifel, dass die nächsten Tage eine Entscheidung bringen werden. Gute Menschen von Istanbul, euer weiser Sultan Bayezid weiß, dass die letzten Turbulenzen einigen Aufruhr verursacht haben. Doch er versichert, alles ist gut. Und Gelassenheit unserer geliebten Stadt besitzen höchste Priorität. Mit Blick auf die Erhaltung des Friedens in Konstantinie bittet unser mächtiger Sultan alle Einheiten von Prinz Selims Leibgarde und alle anderen, die dem einstigen Gouverneur von Trabzon loyal ergeben sind, unsere Stadt sofort zu verlassen. Der entehrte Händler Manuel Palaiologos wurde tot in den Trümmern des Debakels von Shakulu aufgefunden. Seine Beteiligung an solch unheiligen Dingen ist nicht überraschend für die, die er bereits hintergangen hat. Ehrenhafter Tod. Oder Bleigegenstände, die nicht mehr benutzt werden, sollen bitte den Lagern der örtlichen Wache aktiv werden.